Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf unserem Münchner Roadtrip an der ersten Station angekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ja, ihr werdet es am Ende sehen, Videoreihenfolge scheißegal, interessant ist immer alles. So, wir haben mit unserem alten Oma-Golf-Turbolader, wir haben es in zwei, drei Videos schon thematisiert, wir waren leistungsmäßig am Ende, konnten keinen Druck mehr stellen, ist keine Leistung mehr gekommen. Das heißt, jetzt seid ihr gefragt, jetzt wart ihr gefragt, wir sind bei TTE in München. Jetzt gibt es mal wieder ein Upgrade. Ja, absolut, war nötig. Ich weiß gar nicht, wie viele Upgrades wir in unserem Leben schon gemacht haben. Ja, so zwei Handvoll oder so. Ne? Das waren schon. War immer so in Nuancen, aber man arbeitet sich kontinuierlich weiter nach oben. Ne? Ja. So, weil selbst das hier, dieses alte Objekt der Begierde, war nämlich schon ein Upgrade. Und jeder, der sowas schon mal gebaut hat, weiß, wie viele Stunden Arbeit in so ein geschweißtes Teil geht, bis das dann in diesem engen Motorraum genauso sitzt, weil hier ist halt der Dom. Mit Originalsteuergerät damals mussten wir dieses geschlossene Pop-Off fahren. Das heißt, original Luftmassenmesser, die Luft durfte nicht nach draußen. Damals hatte ich gesagt, wir wollen mehr Leistung. Ihr habt hier schon mal ein Upgrade reingemacht. Genau. Auf dieses Gehäuse. Das heißt, dieses Gehäuse hat, glaube ich, mittlerweile alleine 5 Schichten Pulver. Weil das war schon Natur. Es war bei Marius weiß, es war orange, es war schwarz. Ach, ja. Ja. So, ne? Ich weiß nicht, habt ihr so mal hier noch eine Phase reingedreht? Genau. Dass ich den Bogen da so eng anschmeißen könnte. Ja. So, ne? Ja. So, das fliegt jetzt raus, weil geschlossenes Pop-Off mit dem neuen Steuergerät brauchen wir schon nicht mehr. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen austoben. Genau. Das ist auch alte Generation, das Gehäuse so gibt es gar nicht mehr. Ja. Ja. Ich würde sagen, alles weitere seht ihr im Video. Wir gehen einfach mal rein. Passt. Weil ich sehe so schon, ich hatte eigentlich vor, so schön heute meinen Bus hier reinzufahren und ein schönes Foto bei euch zu machen. Nix. Das funktioniert nicht, ne? Nee, reinfahren kann man nicht mehr. Wir haben nochmal nachgelegt, ja, Maschinenpark erneuert, mehr Platz geschaffen, Prototyping getrennt, weil wir eben sehr viele Sachen haben, die eine Trennung brauchen. Ja. Mhm. Wir haben auch, sage ich mal, eine reine Entwicklungsumgebung und Situation, auch das getrenntes Setup und eine reine Produktion. Und das werden wir uns mal ein bisschen anschauen jetzt. Ich war das letzte Mal hier, letztes Jahr im September, ja. August, September. Und ich muss wirklich sagen, wir könnten jetzt 3 Folgen drehen, alleine nur davon. Da hier aktuell aber gearbeitet wird und das mit Ton immer schwieriger ist, gucken wir mal, was wir so machen. Genau. Und eigentlich ist es schon wieder an der Grenze. Ne? Schon wieder zu klein, ne? Ja, es ist bei uns immer so. Wir ziehen um und denken so, Alter, das geht nie. Ja? Und dann 2 Jahre später, zu knapp kalkuliert. Das heißt, der Turboladermarkt bei euch ist definitiv steigend. Ja. Ladedruck ist nach wie vor gefragt. Ja, absolut. Weil es wird jedes Jahr mehr und. Weil das Ding, was da hängt, ist auf jeden Fall keine Elektrozapfsäule, weil noch sehe ich keine Elektroautos also hier. Noch ist nichts elektrisch. Nee. Aber das wird sicherlich irgendwann kommen. So, nicht so, wie das jetzt als Folge vielleicht gedacht ist. Aber wir entwickeln halt etliche Dinge. Und in dem Zuge gibt es dann auch für diese Sachen was. Ja? Weil der Markt oder die Welt scheint es momentan zu wollen. Und wir sind totale Petrolheads. Also wir wollen Benzin, wir wollen aufladen, wir wollen Sound. Ist auch bei uns, muss ich jedes Mal immer mehr sagen, mehr eine emotionale Sache als eine sinnvolle Sache. So, ne? Das ist ja so, ist einfach geil. Ja. Also da haben wir schon diese Passion. Und die teilen wir mit vielen anderen. Aber man muss auch sagen, die elektrische Sache, in gewissen Sachen macht es ja total Sinn. Ja. Also wenn ich mal kurz zum Einkaufen fahre oder sowas, am besten wäre das geil, halt autonom, haben wir ja schon mal besprochen, aber das dauert halt noch. Ja, jetzt gibt es mal den Zwischenschritt. Aber wir machen weiter Druck. Und in München ist das Wetter auch einfach immer besser als bei uns in Hannover. Deswegen gehen wir mal rein hier, bevor wir noch anfangen zu schließen. Zu schreien hier. Letztes Mal war das alles noch eine offene Halle. Da wurde hier so eigentlich noch drin geschraubt. Die hatten ja auch Schrauberplätze. Und jetzt ist sowohl das alles hier neu reingekommen. Ja, wir hatten, ich weiß noch, wir saßen das letzte Mal hier drüben in so einer Couch-Garnitur, als wir ein Video gemacht haben hier. In der Zwischenzeit haben wir den Bereich hier rüber verlagert, haben hier komplett aufgebaut.
vergrößert, weil wir einfach Büroflächen gebraucht haben, okay. Entwicklungsplatz. Wir sind auch personell so gewachsen, dass man sich mal zusammensetzen muss in der Ruhe. Und da brauchen wir einfach auch akustische Abschirmung so ein bisschen. Dass man mal ganz in Ruhe eine Weißwurst essen kann, morgens um 11 mit einem halben. Meetup? Na, Polizei, wir machen. Genau. Ja, maschinenmäßig haben wir uns ein bisschen ausgestattet, lagermäßig haben wir uns ausgestattet. Wie ist das jetzt so gerade im letzten halben Jahr so mit Lieferketten? Weil ihr braucht ja schon immer eigentlich einen Original-Turbolader, um da diesen Upgrade rauszumachen. Das geht noch problemlos, weil immer noch ist es so, dass fast alle Dinge mechanisch sind. Also es gibt natürlich Turbos, die haben schon Elektrosteller. Mhm. Und es gibt auch schon Sachen, da gucken wir entwicklungsmäßig schon drauf, mit E-Maschine drauf und so weiter und so fort. Aber da gibt es im Markt noch nicht viel. Ja? So, und da sind die Probleme in der Supply Chain. Mhm. Aber bei rein mechanischen Sachen haben wir mit unseren Lieferanten noch keinen Stress. Aber da sind wir halt auch immer sehr eng und sehr gut verzahnt und die wissen auch, was wir brauchen. Und da haben wir auch entsprechend ein Werk im Vorlauf, dass wir das machen können. Da haben wir wieder eine große Downpipe gefragt ist hier. Ja, da sitzt der Vorkart dahinter. Ja, das ist V6. Das wäre jetzt, ich hätte es wirklich jetzt nicht gerade sagen können, was das ist, weil mit einem so einen Eingang, der ja teilweise, also sieht ja so aus, als wenn er ans Hinterkopf geschraubt wird. Er hat einen zweiten Eingang. Mhm. Dreh mal rum. Ah. Ja. Ah, krass, also, okay. Das heißt, heiße V, der sitzt oben so drin. Hier ist ein Flex-Zuschnitt dazwischen, natürlich, weil das V Bewegung hat. Und wenn du das da einzwängst und sowas, dann kann der hitzemäßig sich nicht mehr ausdehnen. Da ist ein bisschen ein Flex-Stück drin. Das ist S4B9. Eigentlich schon ganz schön groß dafür, ne? Oder? Ja. Finde ich so. Also jetzt so, wenn man sich die ganze Turbine anguckt. Aber es ist ja auch ein 3 Liter V6. Und das Ding hat ordentlich Potenzial. Also das ist jetzt die 710er Version. Parallel dazu machen wir eine 18er Version. Das wäre meine Frage gewesen. Serie, kann so ein Turbo ungefähr auf dem Auto? Wo die softwaremäßig sind, weiß ich nicht. Ich würde sagen 500, 450. Also das Laufzeug, hier würde man sagen, das Laufzeug würde 450 können. Solide. Ja. Aber gibt tatsächlich Möglichkeit, auf dem Serienauto mittlerweile 700 PS, 800 PS aktuell Lader zu machen? Also. Ach, ich denke mal 800 nicht mit klassischem Sprit. Mhm. Also da muss schon All-In gehen dann. Ja? So was. Auf dem Serienlader. Das heißt, es passt immer noch Motorabdeckung drauf und so weiter. Ne? Krass. Krass. Ja. Können. Ja, ich schnapp mir mal wieder unseren Gusseisen-Ding hier. Ja, gehen wir da oben. Ah, den Bereich fand ich hier immer so am coolsten. Erstens, weil man findet ja so ein Verdichterrad ist schon immer cool, ne? Aber wenn du dann wirklich so das Regal voll mit Rädern hast. Ja, wir sind ein bisschen geplündert. Also sind hier Stängelchen leer, aber ja. Mittlerweile auch wirklich 100% gefräst. Jetzt ist es ja wirklich so, ja. Gegossen gibt es. Es gibt eigentlich keine Gegossen mehr. Gibt nie mehr, ne? Ja. Ja, also gefräst ist einfach flexibler. Ist nicht per se besser, ja? Weil ein Rad. Ja. Nee, lass mal. Nee, das Thema Guss und Gefräs hat man ja schon ein paar Mal. So, dass es nicht unbedingt besser ist, aber flexibler, sag ich jetzt. Ja, ist flexibler und ist halt, sag ich mal, genauer von der Ausprägung der Schaufeln. Und du kannst es auch ändern, ohne dass du halt eine komplette Matrize und alles ändern musst für den Guss. Habt ihr schon mal wirklich einen 1:1 Vergleich gemacht? Gegossen und gefräst? Identische Kontur, Stärken und so weiter? Ob man da einen Unterschied merkt? Oder geht meistens ein Upgrade eben mit? Mit her? Sicherheit, aber ich sagte, das ist lang her und ich weiß nicht mehr. Also, das war so TD420. Mhm. Das war so mit einer der ersten, die wir umgestellt haben und das Produkt ist immer noch extrem stark. 2.0 TFSI muss man dazu? Ja, 2 Liter TFSI. Und das Ding bauen wir jetzt seit 6, 7, vielleicht 8 Jahre schon. Und das finde ich halt bei euch so geil, dass ihr wirklich immer, übertrieben gesagt, wie eine Produktionslinie, wirklich immer die gleiche Tola, nicht immer nur einbaut, sondern wirklich halt gleich hinlegen und dann 5 Stück am Stück. Baust du die immer noch selber? Teilweise auch noch, wenn Zeit ist oder gar nicht mehr? Ja, fast nicht mehr. Nur wenn also muss. Ich bin wir haben hier, das Team ist so, sag ich mal, fokussiert und so stark, ich bin da nicht mehr drin. Ja. Ja.
Und die wissen halt ganz genau jeden Handgriff und so. Und wenn ich mal was baue, gehe ich als erstes zu den Jungs und sage, so, wie macht ihr das? Ja? Ja. Zieh die Doku raus, gucken wir kurz durch und dann sagen wir, aha, so. Und oft ist es halt wirklich der Handgriff, der über diese Qualität entscheidet. Und deshalb nehme ich das auch nicht mehr selber in die Hand. Also Chris und meine Aufgaben sind mittlerweile eben nicht mehr täglich an der Werkbank. Weiß noch, als ich damals mit dem Tuning angefangen habe, war das eine da gab es die Druckdosen, da gab es noch so eine Schelle für drumherum. Ja. Wenn man die aufgemacht hat, um eine stärkere Feder reinzumachen, dann kam da am Ende so eine Schelle drum und keiner hatte diese Schelle. Und irgendwann ging es los. Aber das muss man auch ganz ehrlich sagen. Erstens mal waren die schwer zu beschaffen. Wir haben da schon Möglichkeiten gehabt, aber die waren schwer zu beschaffen. Und von der Physik her ist es so, da war ein Ring mit eingelegt und dann wurde die Schelle, wie eine V-Bahn-Schelle, zugedreht und fast auf Anschlag. Das war zwar sehr schön, weil es elegant war, aber es ist ja wirklich auch lang her. Ne? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre her. Okay. So. Und dann haben wir gesagt, nee, nix, wir machen das anders. Ja. Weißt du, was das ist? Von welchem Auto? Ja, das ist RS4. Genauer genommen ist S4. Mhm. Ja, weil hier die Köpfung anders ist, aber so, siehst du, bauen wir immer noch. Ja. Jede Menge. Ja. Und das ist natürlich, wenn du jetzt guckst, was so im Markt unterwegs ist, europäisch zumindest, ja, machen alle diese Klemmung. Ja. Also wir haben da jetzt kein Gebrauchsmuster drauf eintragen lassen vor 10 Jahren, aber du wirst sehen, jeder hat diese Klemmung kopiert, weil das halt die Klemmung ist, die funktioniert. Ja? Aber ich sehe gerade, ihr habt immerhin die Kontur habt ihr leicht angepasst. Ja, die war am Anfang eckiger. Und es gibt sogar jetzt noch, sagen wir, die andere Seite ist etwas anders. Da haben uns Kunden zurückgespielt, da gibt es eine Stelle, die passt nicht ganz. Wo es eng ist, ja. Ja, wo es eng ist. Und jetzt haben wir das neu gemacht, asymmetrisch, und da wird es genau so eingestellt. Eine Stelle nicht ganz so dick. Genau. Genau. Ja. Genau, also das ist jetzt so. Können wir den Ton gerade endlich mitnehmen? Nach dem letzten Video, was wir gemacht haben, haben wir Anfragen gekriegt für das Gerät auf R32, R36 und sowas drauf machen. Da haben wir gesagt, ja, nur weil er fett ist. Sag ich, ja, aber das heißt erstmal nichts. Für uns ist es immer noch der Türstopper hier. Ich sag mal, es ist wirklich bei ganz vielen noch so, für die ist ein Turbolader, ich sag jetzt mal, ein Statussymbol. Der muss von außen so riesig aussehen. Deswegen waren auch bei ganz vielen, die wollten die Turbowindeln und deswegen drauf machen, dass das Abgasrohr noch größer aussieht. Gut, das musste sein. So, hier war früher der Eingang eigentlich. Hier war früher Ende, ja. Das heißt, hier ist jetzt neu. Ja, das ist alles neu. Aber richtig eingebaut hier. Ja, das ging aber zügig, sozusagen. Ja klar, weil für euch Produktion stehen lassen ist natürlich aber nee, das geht nicht. Die haben auch weiter produziert. Die haben durchproduziert und so und währenddessen waren hier die Handwerker mit Trockenbau und allem. Ja? Jungs, wir kommen. Ach, was tun wir? Ich informiere mich hier nur über ein paar Dinge. Zum Turbolader. Gute Sache. So, das ist jetzt hier euer Prototypenraum? Oder? Ja, das ist prinzipiell der Prototypenraum. Der Kaffeeraum. Und da sitzt die Konstruktion, da sitzt die Entwicklung. Wir haben jetzt hier viel weggeräumt, weil wenn wir hier filmen, können wir natürlich nicht alles hier aufliegen haben, an was wir alles dran sind. Deshalb sieht es hier ein bisschen kahl aus, aber es ist nicht deshalb, weil nichts zu tun ist. Also ganz im Gegenteil. Also, jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Hier muss mehr Leistung rauskommen. Ja. Wir wollten allerdings nicht alles umbauen. Das heißt, von der Größe her sollte der Turbolader gleich bleiben, weil auch einfach bauformmäßig das so langsam in dem Motorraum ausgeschöpft ist. Zur Spritzwand, nach oben hin, das wurde einfach dünner. Basis, Borgwana SX300, muss man immer dazu sagen. Ersten Schritt, den wir uns überlegt hatten, ist größere Turbine. Das haben wir mit dem letzten Upgrade schon gemacht, hat da auch massiv was gebracht. Auch an Ausbruchgeräusch. Ist wirklich immer krass, je größer die Turbine wird, wie viel lauter das Auto wird. Ja, das ist brutal. Und also waren, ich glaube, wir wurden angehalten, waren gemessen 116 Dezibel oder so. Und da ist ja ein ganz normaler Ausbruch drunter. Da ist ja wirklich ein Ausbruch mit 2 Töpfen drunter. Ne? Volles Programm. War ein bisschen laut, jetzt haben wir ein bisschen leiser gemacht. Jetzt kam allerdings der Moment, wo dieses Gehäuse, oder erzähl du mal. Ja, im Endeffekt, dieses Gehäuse, wie du schon gesagt hast, in der Fasson gibt es nicht mehr. Und wir haben ja von dir das Nachfolgegehäuse im Endeffekt bekommen.
Und Aufgabenstellung war eben da, ein größeres Rad reinzumachen. Mhm. Und jetzt, wenn man hier, man sieht das schon, wenn man da reinguckt, ja, da ist dieser, sagen wir mal, der Einlass ist ein sogenannter High-Flow-Einlass aufgebaut. Das heißt, der hat ein Umluftsystem, eine Umluftschlitze. Das ist, wenn der Motor in Betriebszustand kommt, wo er die Luft, die vom Turbo kommt, nicht mehr abnehmen kann. Ja, dann rezirkuliert das Gehäuse und schickt sich die Luft quasi hier über den Schlitz zurück und schickt sich Luft erneut. Ja, das ist der eine Betriebszustand. Der andere Betriebszustand ist, man macht hier eben eine große Ansaugung. Das ist eh mal Standard bei den Leistungen und kann dann eben nochmal zusätzlich Luft zuführen. Mhm. Ja. Das Kennfeld wird insgesamt... Da geht echt Luft durch. Da geht auch noch Luft durch. Ja. Das Kennfeld wird insgesamt stabiler und es ist einfach leichter, sagen wir mal, da sinnvoll ohne Pumpen, ohne Stopfen das Kennfeld auszufahren. Mhm. So. Jetzt haben wir aber das Thema, dass das Rad, was wir hier vorgeschlagen haben für den Leistungswunsch, so groß ist, dass das mit dem Ansatz hier nicht mehr funktioniert. Wir aber limitiert sind, was das Gehäuse in der Außengeometrie angeht. Ja, wir wollen ja nicht groß größer werden an der Stelle und sehen es auch nicht als Potenzial. Also da noch ein größeres Ding drauf zu machen, ist gar nicht notwendig. Ist gar nicht notwendig. Kann man, kurze Zwischenfrage, sagen, einfach für die Leute, angenommen, das Gehäuse würde größer werden, hat das Vorteile, wenn man den Platz hat? Prinzipiell sind große Gehäuse immer sinnvoll. Okay. Ja? Natürlich irgendwo mit Limits, ja. Ja? Aber das macht schon Sinn. Mhm. Aber es ist auch wiederum ein bisschen davon abhängig, was will, also was, wie ist der Motor ausgelegt, was kann der Motor? Es gibt Gehäuse, die sind relativ flach und haben eine relativ kleine Spirale, sind aber ganz schön groß. Das heißt, die haben einen sehr langen Diffusor. Diffusor ist im Endeffekt diese Fläche hier drin, wo sich die Strömung dann über diesen Ringspalt ausbreitet in die Form. Und wenn das sehr kleines, kompakt ist, dann sind das Gehäuse, die für höhere Druckniveaus optimiert sind. Das sind so Hochdruckspiralen. Da geht aber nicht unendlich viel Volumen durch. Das heißt, es muss immer einigermaßen zusammenpassen. Da jetzt ein ganz kleines Rad reinzumachen, hast du ein riesen Gehäuse, willst ja auch nicht so viel, sagen wir, Totvolumen haben. Ja. In unserem Fall war es jetzt so Prüfstand, bis 2,7 bar war das Ganze schon noch richtig gut effizient und dann kam halt auf dem Prüfstand der Punkt, wo du Druck stellen konntest, aber es kam keine Leistung, gar nicht mehr. Ja. So, waren dann auch am Ende über 5 bar im Krümmer, das heißt, wir hatten 3 bar Ladedruck, 5 bar Druck im Krümmer, ne? Was natürlich, ja, geht dann einfach nichts mehr durch den Motor. Genau, da gibt es auch wiederum zwei Themen. Das eine ist die Turbine. Ist schon in einem Bereich von der Drehzahl, die kann das Volumen nicht mehr abnehmen, ja, was vom Motor kommt. Das ist eine riesen interessante Thematik, die man sich ganz schwer vorstellen kann, aber die müssen wir einmal ganz kurz zwischenbringen. Es ist bei der Turbine tatsächlich so, je geringer die Drehzahl ist, je mehr geht durch. Also kannst du auch nicht pauschal sagen. Auch nicht. Das Thema ist das, du musst in der Turbine diese Kammern zwischen den Schaufeln gut füllen. Und da gibt es halt einen gewissen Bereich, da ist das optimal. Prinzipiell ist es so, dass wenn eine Turbine schneller dreht, sie auch mehr durchsetzt. Nur hat das Grenzen. Es gibt, dass die Turbine so schnell dreht, dass sie nicht mehr gefüllt wird. So das richtig. Und dann musst du eigentlich die Drehzahl vom Laufzeug runternehmen. Okay, das heißt, man kommt irgendwann in einen Bereich, wo es imaginär keine Turbine ist, sondern mehr wie ein drehendes Schild ist, wo gar nichts mehr durchgeht? In der Richtung. Ja, okay. Da kommen die Blades, sage ich mal, so schnell hintereinander, dass die Schaufeln oder die Zwischenräume nicht mehr richtig gefüllt werden. Okay. Und dadurch steigt natürlich der Druck vor Turbine und dann hast du Effekte, dass du heißes Abgas zurückdrückst automatisch oder dass der Motor nicht mehr richtig die Ladung wechseln kann und dadurch sinkt die Leistung. Oder, also er tut sich schwer und es ist halt heißes Abgas, was zurückgestaut wird, dann gibt es Selbstzündungen und so weiter, die ganzen Problematiken. Ja? Das heißt, prinzipiell große Turbinen zu fahren mit großen Krümmern macht Sinn. Ja? Aber auch nicht pauschal, immer im Rahmen. Im Rahmen und natürlich, wenn du sagst, du bist so ein Low-End-Torque-Fanatiker, also das Ding muss untenrum wegfahren,
sieht man ja, was alles ist. Gibt es mit Twinscroll diese Geschichten, dass man also die Kanäle trennt vom Motor, im extremsten Fall, wie das BMW bei dem Achtzylinder gemacht hat, sogar bankübergreifend trennen, damit man also diese Peaks der Verbrennung möglichst gleichmäßig auf die Turbine, wenn du nur eine hast, oder auch wenn du zwei hast, ja, möglichst gleichmäßig drauf bringst, damit der Durchsatz optimiert wird. Mhm. Wenn der Motor einmal zündet und dann muss er 720 Grad drehen, bis er das nächste Mal einen Knall kriegt, geht nicht. Mhm. Ja, besser ist immer kleine dosierte Ladungen. Ja. Das heißt, eure Aufgabe war es, mehr Durchsatz auf der Turbine? Ja. Dreht's auch runter. Das geht wie Wastegate aufmachen. Ja, das geht. Was nicht in Frage kam. Das gibt es bei dir nicht. Nee. In dem Fall einen anderen Verdichter verbauen, ja, der halt mehr Luftmasse bringt bei etwas geringerer Drehzahl. Das heißt für den Laien gesagt, der Verdichter sitzt auf der gleichen Welle wie die Abgasturbine. Wenn dieser viel, viel größer wird, machen wir logischerweise über die Fläche die gleiche Luftmasse bei weniger Drehzahl. Genau. Prinzipiell genau, aber da ist es auch so, es gibt den Einlass des Verdichters und es gibt den Auslass des Verdichters. Mhm. Und diese zwei müssen halt in einem gesunden, guten Verhältnis zueinander stehen, denn prinzipiell ist es so, mehr Auslass würde mehr Trägheit mit sich bringen, aber auch nur in Grenzen, denn du musst dir vorstellen, wenn das Ding anfängt zu drehen, je größer dieser Auslass ist, desto schneller, wenn er mal dreht, ja, kommt auch Luft, kommt auch Flow und der befeuert die Turbine. Verstehe. Das heißt, das kleiner zu machen, heißt nicht unbedingt, dass das Ding früher Druck aufbaut. Das heißt eventuell, dass es früher spult, weil die Massenträgheit kleiner ist, aber der Druckaufbau kommt eben aus der Geometrie und aus dem Verhältnis von Einlass und Auslass. Weil wenn dieses Riesending einfach dann dreht, dann dreht es so hinterher, das drückt einfach weiter. Das drückt in dem Fall weiter. So, das ist auf jeden Fall eine männliche Version. Das heißt, die Größe kommt da jetzt rein? Die Größe kommt da rein. Um euch so ein bisschen ein Verhältnis zu zeigen, wie groß das Ganze ist. Das ist der Lader, wie er drauf war, mit 950 PS. Wenn ich das jetzt hier so im Ansatz versuchen würde, reinzudrücken, seht ihr, dass da halt, ja, da fehlen schon Millimeter, kann man da wirklich sagen. Ja. Zentimeter fehlt da was. Dieses Rad hat jetzt Einlass? Ungefähr? Wollen wir es messen? Weiß nicht, müssen wir schnell messen. Hier. Ja, das Rad hat 77, ne? Das ist schon ordentlich. Ein 77er Turbo ist schon. Und, kann man schon mit arbeiten. Und hat 112 Auslass. Also, das ist das Größte, was wir so verbauen. Ah, diesbezüglich. Ne? Sind wir also jetzt ganz oben angekommen? Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt oben angekommen. Und das führt aber auch zu mechanischen Problemen in diesem Gehäuse. Ne? Also, wir haben hier Ansaugung. Das heißt, es ist physisch gar nicht möglich, dieses. Es ist physisch nicht möglich. Das geht hier nicht mehr. Wir haben eine Ansaugung von 104 und innen drin hätten wir 77. Das heißt, diese High-Flow-Geschichte wäre komplett rausgefallen. Mhm. Ja, das wollten wir nicht. Noch dazu hast du hier Bauraumprobleme, dass das Ding eigentlich zu lang ist. Gut, das könnten wir abnehmen, aber wir haben uns für einen anderen Ansatz entschieden. Das können wir jetzt gleich mal hier in die Hand nehmen. Ja, das ist im Endeffekt ein komplett geänderter Einlass, so wie wir ihn bei uns fertigen. Ja, das ist ja ein Teil aus dem Guss, das ist jetzt eine zweiteilige Lösung und die ist maximal kurz, dass du da den Schlauch drauf machen kannst. Mhm. Die hat auch diesen High-Flow-Ansatz, allerdings nicht mit zu schlitzen, sondern mit entsprechenden Bohrungen da drin. Und da sitzt jetzt das Rad drin. Das ist jetzt in dem Moment das Falsche, wir müssen eigentlich das reinmachen. Das gibt es vorwärts und reverse. Nicht, dass da wieder Spezialisten genau hingucken und sagen, was hält er da das Rad rein? Das kann gar nicht funktionieren. Nicht, dass er noch in Luft wieder rausbläst. Ja, genau. Also so sähst du das da drin. Das ist ja meine Traumkombi immer, schwarze Gehäuse mit dem goldenen Rad. Okay, ich muss jetzt als allererstes ganz, ganz weit ausholen. Dieses Gehäuse, das habt ihr in dem Video schon mal gesehen, das haben wir bei Benny schon angepasst, damit das so Plug and Play drauf passt. Jetzt seht ihr aber mal, dann kam ich leider wieder mit extra Wunsch, wir haben keinen Platz zum Dom. Deswegen haben wir das ja damals hier schon so gebaut. Wenn ihr jetzt dieses Gehäuse nehmt und hier nehmt, seht ihr mal, wie viel flacher das geworden ist. So, das heißt, sowohl hier habt ihr sogar auch noch Material weggenommen. Ja. Das heißt, wir reden von locker, keine Ahnung, 20 mm oder so, die da bestimmt gekommen sind. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und Sinn und Zweck der ganzen Sache war, dieses High Flow, das muss hier rein. Das heißt, diese komplette, das ist
ein Teil mit Stutzen, was komplett neu hier drin ist. Ja, genau. Das heißt, eigentlich ist es ja nur noch ein Rahmenträger. Ja, ja, es ist die Volute quasi und das ganze Innenleben designen wir und legen fest, wie das aussehen hat. Auch die Geometrie vom Diffusor, die Größe vom Diffusor, die Abströmsituation. Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen. Da sieht man dann mal, wie viel Know-how dann doch eigentlich drin steckt, wobei man so schon krass den Unterschied sieht. Ne? Und da jetzt mal so durchguckt. Hier sieht man auch noch mal einmal schön jetzt den Spalt, wie klein der Spalt dann doch eigentlich ist, wo die Luft dann wieder austritt. Ja, der ist nicht hoch, ne? Aber der ist natürlich über die Abwicklung der 112 mm nach draußen mit der Drehzahl in Kombination, da zieht er schon was durch. So, okay, dann kommen wir jetzt mal zum finalen Eingemachten. Um das nochmal ein Detail zu zeigen. Das war die erste Version. Die war ungefähr von der Länge her. Ja, die war ungefähr so lang. Wie original. Genau. Schon krass, ne? Dass sowas komplett gefertigt wird. Weil es ist ja schon so filigran. Ja, das ist aber kein Problem. Also das ist nicht filigran. Sorry. Ja, okay, weil es jetzt natürlich groß ist, ne? In klein. Ja, aber das hängt von der Bearbeitungsstrategie ab. Das ist sehr easy, wenn du weißt, wie sowas geht. Mhm. Ihr könnt das aber auch noch viel, viel kleiner. Wir machen das auch schon viel, viel kleiner. Wir ich weiß verschiedene Größen. Also das ist schon Max, das ist Max Größe. Also ich überlege gerade, ich glaube, das allererste Mal hatten wir das gemacht bei den 850er Turbos damals. Ne? Nee, ja, das ist geil, weil da war eine ganz ähnliche Konstellation. Die 850er Turbos hatten noch ein Gehäuse, da hat das damals 2671 Rad, hat noch reingepasst. Mhm. In genau dieses, also das ist eigentlich das Gehäuse in ganz klein, K16. Mhm. Ja? Mhm. Und da hat das 24er Rad noch reingepasst, aber da blieb eben nur noch so ein Haar außenrum stehen. Und bei den 59ern, da haben wir das erste Mal gemacht mit einem Highflow. Die 59er sind ja auf Porsche-Verdichtergehäuse basierend, so wie auch die 850er, dann wird das Gehäuse getauscht. Und da kamst du dann mit der großen Ansaugung vorne das erste Mal und hast gesagt, ja, wenn das so ist, dann machen wir hier, stecke ich da innen die Rohre rein und baue dann quasi von vorne mit den Rohren. Ja, dann haben wir die 59er gemacht und die 59er waren von vorne eingeschraubt mit Löchern, um das Highflow darzustellen. Mhm. Also zweiteilig gemacht worden. Das ist zweiteilig. Ja. Da waren, muss man ganz ehrlich sagen, es ist 8 Jahre her, da waren wir noch nicht so weit, dass wir gesagt haben, komm, fleischen das alles raus und machen das komplett so, wie es jetzt ist. Weil es halt schon ein belastetes Bauteil auch in Summe ist. Ne? Weil wenn man sich überlegt, ist ja schon da drin, geht halt die Luzi ab. So. Da ist Ballett. Da ist richtig Ballett. Ja. So, ein weiteres Upgrade ist, wir haben gleich ein anderes Abgasgehäuse genommen. Ja. Das ist einfach nur vom Volumen her eine Nummer größer. Das ist jetzt ein 1.0er. Das alte war ein 0.88, glaube ich. Das heißt einfach, das Volumen von der Schnecke ist ein bisschen größer. Und dazu einmal vielen Dank, Micha, fürs Einpacken. Firma Heat. Protect aus Hamburg. Auch krass, was sich da entwickelt hat mit der Hitzeregulierung. Mega, ne? Das hat so vor 3 Jahren, so zweieinhalb, 3 Jahren angefangen. Und optisch das war ja alleine. Eine totale Freakshow, ja. Nur für Rallye-Autos und Formel und sonst was. Und jetzt kannst du das halt haben. Und hilft aber auch zum gleichen Thema wieder. Ne? Mhm. Du bringst, also das macht total Sinn, weil du möglichst viel Energie auf die Turbine drauf bringst. Mhm. Und da willst du sie haben. Mhm. Du willst sie nicht im Motorraum haben, weil da bringt sie dir nichts, außer negativ, dass das alles strahlt wie die Sau. Aber du willst sie auf der Turbine drauf haben. Ja. Hinten raus, muss man sagen, von der Physik her bringt es nichts. Ja. Ja? Also Downpipe zu machen und so, sorry. Bringt nichts. Bringt eigentlich nichts, weil du willst die Energie loswerden. Da, ne? Hab ich aber bei Limo auch vom ersten Tag an genauso gemacht. Ja, weiß ich auch, weil natürlich hat das thermische Gründe. Ja. So. Wobei, also ich habe bei mir gar nichts eingepackt. Ich bin vom ersten Tag nur Krümmer Abgasgehäuse, Downpipe immer ohne. Immer ohne. Ja. Immer komplett blank einfach. Aber ich sag schon so, das ist schon so, dass du das halt einpackst mittlerweile, oder du jetzt nicht, aber die Leute, weil sie Abstrahlung nicht haben. Brauchen wir einmal kurz die Mittelgruppe. Die wird noch auf der Wuchte sein, wahrscheinlich. Die ist auf der Wuchte. Genau. Das Objekt der Begierde. Das heißt, logischerweise, die Backplate ist auch angepasst auf den Verdichter. Ja, logisch. Muss dann wirklich am Ende alles. Also ist nicht so, hier, wir nehmen jetzt ein Rad aus dem Regal, stecken das da drauf und fertig. Das ganz originale Rad, was auf der Rumpfkuppe drauf ist, nur mal zur Referenz, ist das hier. Mhm. Ja? Ja. Also das ist S300 SX. Mhm. So wie
Da sieht man witzigerweise, bestellbar. Da ist dieser Vorverdichter-Effekt noch größer, ne? Also die fangen noch weiter hinten an, die Blades. Ja, das ist ein ganz anderes Rad vom Setup. Ja, aber von der Physik genauso. Ja, ja. Ja. Okay, das ist natürlich gerade im Außendurchmesser ist das schon ein Riesenthema, ne? Ja, geil. Okay, das heißt, 80er Turbine, 77er Einlass auf der Seite, 112 Auslass, das ist schon... Das sollte jetzt schon ordentlich anladen. Was ist deine Prognose, was denkst du, gegenüber vorher? Also jetzt zusammenfassend, wir haben den Verdichter massiv vergrößert. Dadurch geht die Drehzahl hoffentlich relativ weit runter. Die geht etwas runter. Das heißt... Und wie gesagt, du kannst halt bei der etwas geringeren Drehzahl schon mehr Volumen fördern. Das heißt, ja, ein bisschen weniger Gegendruck bei mehr Ladung, übertrieben gesagt. Ja. Weil ich glaube, dass der Unterschied im Bereich zum Ladedruckstellen schon ganz schön krass sein wird, was da nochmal on top dann kommt gegenüber dem Rad. Ja, das ist sicher so. Das ist sicher so. Weil das ist ja wirklich ein richtiger Kavenzmann hier. Ja. Geil. Nee, freut mich. Ich finde es wirklich mega geil. An der Stelle noch eine Ergänzung, sorry. Die Firma heißt natürlich KK Performance und es heißt Heat Protect bei KK Performance. Micha. Auch leicht, ne? Ich finde, die ganzen Bauteile sind auch alle in Summe gar nicht schwer. Aber da, guck mal, das sieht schon heftig aus. Weil es auch so kurz jetzt ist, der Stutzen, ne? Das heißt, das Rad wirkt noch größer. Sieht fast aus wie so ein Häcksler, wo die Bäume reinschiebst, so ungefähr. Ne? Ja, da kannst du schon was ansaugen damit. Also, wenn alles gut läuft, einbauen, Prüfstand und hoffentlich 100, 150 fährt schnell. Ja, in der Größenordnung. Weil letzter Stand waren ja knappe 302, halbe Meile. Und ich finde es wirklich brutal, diese 950 PS reichen im fünften Gang nicht dafür, dass die Räder durchdrehen. Kann man sich immer so gar nicht vorstellen, ne? Weil man würde ja immer denken, 950 PS Frontantrieb mit den 205er Reifen, das muss ja eigentlich durchdrehen. Muss, ne? Durchgehen. Ja. Aber alleine die Übersetzung, die dann ja in dem Moment mitspielt, plus Fahrtwind von vorne, keine Chance. Dreht wirklich nicht durch. Dann noch zu viel Haftung. So, ne? Und das, obwohl gegenüber viertes, fünfte Gang, Ladedruck nochmal hoch, hat wirklich in Anführungsstrichen Leistung gefehlt. Und ich brauche halt diese 5-10% Schlupf, um maximale Beschleunigung zu haben. Das heißt, ich glaube auch, man erschrickt sich, wie viel Leistung wir mehr brauchen, dass der im fünften durchdreht, weil das waren nicht 50 PS, das hat man gemerkt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr es das wieder umgesetzt habt. Gerne. Ist gerne. Wieder ein langes Video geworden, extrem technisch, aber das wollen wir hier auch machen. Schöne technische Videos. Wir stehen für Technik und andere Sachen sind dann halt ein bisschen im Hintergrund. Aber deshalb läuft es gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ganz viele BorgWarner SX300 Fahrer gibt, die entweder einen verschlissenen Lader oder Bock auf ein Upgrade haben. Ist absehbar, wenn das funktioniert, dass ihr das vielleicht anbietet? Wenn das gut funktioniert, dann wird es sicherlich ein Produkt werden. Ganz klar. Weil man muss dazu sagen, wir sind jetzt in einer Bauform S300. Normalerweise müsste man für die Innereien den S400 nehmen. Ja. Da ist das Gehäuse gleich wieder so viel größer. Dafür, dass dann ein kleinerer Verdichter drin ist. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch einen S400 in den 300er Gehäuse. Ja. Das wird gut. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir packen den Lader jetzt ein, ab nach Hannover, zumindest im Video. Wir bleiben noch hier, filmen noch ein paar weitere Sachen in unserem Münchner Trip und ich halte euch auf dem Laufenden, was hier so geht. Passt. Perfekt, so vielen Dank, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.